Grüß euch, meine liebe Zuschauer. Wir sind hier beim Sporthauser Kaibling in Haus. Der Wolfgang steht bei mir. Ich habe die Ski in der Hand. Ich hätte gerne einen Expertentipp. Die sind seit letztem Jahr im Keller. Was kann ich machen? Ja, servus einmal zuerst. Schauen wir uns einmal den Ski an. Ja, man sieht, dass der im Keller gestanden ist. Leicht rostig. Siehst du? Leichter Rost, Kanten. Ja, Kratzer sind drin. Am besten ist, der jetzt machen wir Service. Ausbessern, Belagschleifen, Kantenschleifen, wachsen. Dann dreht der Ski wieder weit besser. Ist optimal, gerade jetzt, wo uns angeht nachher. Ich zeige dir das einmal, wie das geht, oder? Wolfgang, was machst du da jetzt? Schau, da bessere ich jetzt den Belag aus. Die Kratzer, was da sind, die mache ich zu. Es sind zwar keine vielen Kratzer drin, aber ganz leichte. Die bringen wir zu. So wie da. Und die zu sind, legen wir rein, Automat. So, jetzt geben wir den Ski rein. Jetzt wird er geschliffen. Da fährt er über die Steine drüber, wird der Belag geschliffen, Kanten geschliffen. Und der Ski kommt dann als Fährte unten rausfahren, wird die Seitenkanten nochmal gemacht und die Kanten getunt, wachst und der Ski ist dann fertig. Da kannst du wieder, kannst praktisch schon den Ski nehmen und kannst schon an die Piste. Und was ist dann mit den Rostflecken an die Kante? Die sind alle weg dann. Das hat er so gemacht und der kommt raus, der ist fahrbereit. Und das ist um und auf. Gerade das soll man machen. Der Großteil ist Kinder mit den rostigen Ski, was ich da schnee habe, und das ist der Fehler. Mit der Ski ist drehfreudig nachher und das ist ja Spaß zum Skifahren wieder nachher. Gell? Wirst sehen, da fahr. Super. Lass mal rein. Da sind zwei Steine drin, jetzt wird der Belag geschliffen. Jetzt wird der Plan geschliffen und beim zweiten Stein, wenn er rausfährt, kommt der Struktur rein. Das wirst du jetzt dann gleich sehen, wie der ausschaut. Jetzt wird er nur mal vorgeschliffen, der Ski. So wie unterschiedlich, wie der Ski ausschaut. Wenn er so gekratzt ist, aber deiner war nicht so schlecht. Da sind ein paar Kratzer drin. Schauen wir uns an. Was passiert jetzt? Jetzt poliere ich den Ski da mal aus. Da ist ein schön, da ist ein Wachs drauf. Es ist zwar schon fertig, aber dass man schön sieht, wie er ausschaut. Ja, was du jetzt anschaust, ein Top-Ski. Top-Struktur drin. Und du wirst sehen, jetzt kannst du fahren. Das wird jetzt ein Spaß. Und das ist jedem zum Empfehlen. Ein Service vor der Saison, das ist um und auf. Ja. Jetzt siehst du den Vergleich. So hat der Ski zuerst ausgeschaut und so schaut er jetzt aus. Das ist halt der Unterschied, oder? Der ist komplett gekratzt. Da brauche ich ein bisschen länger wie bei deinem. Bei dir waren weniger Kratzer drin, aber ist alles kein Problem. Die Ski bringen wir alle wieder hin. Drum, ein Service ist das um und auf. Vor der Saison. Wolfgang, zusammenfassend, was ist der Vorteil, wenn ich jetzt in das Fachgeschäft gehe? Ja, du hast ja jetzt gesehen, das Um und Auf ist ein Service. Der Ski, wenn er so ausschaut, der Ski wird drehfreudig. Das ist einfach spitz jetzt an vorn wieder. Darum ist es Um und Auf in ein Fachgeschäft gehen, wo es gewisse Maschinen haben und da, dass der Ski wieder top ist dann. Weil er trennt, wie es heuer ist oder was, oder wie es heuer sicher, wo wir einen schönen Winter wieder kriegen, dass die frisst hier oder dass die, ist, ja, ich würde es sagen, es geht von Allround-Ski bis zu dem Slopestyle, alles, es ist halt alles. Wir haben alles, wir haben alle Marken da, wir haben von den Frieskier, wir haben alles. Und wie gesagt, das Um und Auf ist das Service. Das Service ist, der Ski muss top sein, nachher ist mit jedem Ski ein Spaß. Wow, Wolfgang, was hast du da für ein geiler Ski? Ja, Elke, schau, jetzt zahle ich dir das mal, weil du zuerst schon gefragt hast, ein Rocker, das ist ein reiner Freeride-Ski, der ist fürs Gelände bei uns. Voll geil, wenn da Schnee ist, ein Tiefschnee, der Ski ist ein Traum. Der schwimmt auf. Schau dir das einmal an. Früher war es ein gestauchter Ski, heute der Rocker. Das war ja für dich das ideale Gerät. Du als Tiefschneefahrerin, wenn man es vorstellen kann, das war optimal. Und das ist halt der Trend jetzt. Derzeit, so wie wir voriges Jahr, die braten Ski, das sind ein Wahnsinn. Im Tiefschnee und im Gelände, ein Traum. Da schwimmst, einfach ein Genuss. Elke, den empfehle ich dir. Ich tue dann gleich auf Zeiten, okay? Passt, machen wir. Also Wolfgang, auf geht's zum Skifahren, oder? Wüste, jawohl, passt.